Hallihallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Jawohl, wir spielen zusammen NHL 23. Ihr seht es links oben im Eck, das ist die EA Play Trial Version. Jawohl, die offizielle Version ist erst ab morgen spielbar, beziehungsweise ab heute Nacht 0 Uhr, also Dienstag 11.10. 0 Uhr könnt ihr offiziell spielen, die richtige Version für die Vorbesteller. Die anderen dürfen erst am Freitag um 0 Uhr ran, aber durch die EA Play Trial Version hat uns EA die Möglichkeit gegeben, sofern ihr natürlich EA Play-Kunde seid, dass ihr eben am Montag hier heute schon spielen könnt. Und natürlich spielen wir wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, Hockey Ultimate Team. Und ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir mal reinstarten in Hockey Ultimate Team. Deswegen, let's go. Ja, ihr merkt es ja selber schon, ich bin ein bisschen angeschlagen, was Stimme und Co. angeht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich nicht so wie die letzten Jahre Vollgas gibt die ersten zwei Tage, sondern dass das erst am Wochenende kommt. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ist nicht ganz so einfach mit Fieber und Corona, aber ich gebe mein Bestes. Willkommen bei Hockey Ultimate Team. Spiele mit deinen Lieblingsspielern, erhalte exklusive Belohnungen, verbessere dein Fantasie-Team. Drück X, um mit dem Aufbau deines Ultimate Teams zu beginnen. Let's go! Teamname. Ich glaube, das ist relativ klar, wie wir heißen. HC California. Abkürzung CAL. Starterpack öffnen. Pack öffnen. So, ein Dachs. Natürlich alles von den Dachs erstmal. Sagen wir, wir sammeln Dänen, oder? Nein, ist nicht dasselbe Team. Ich dachte gerade, das ist dasselbe Team. Noch eine Dänen, okay. Noch eine Dänen. Habe ich irgendwie gesagt, wir wollen nur Dänen oder so? Das war jetzt auch mittlerweile der dritte Eisteiger, oder? Okay. Brent Seabrook. Derek Grant. Troy Terry. Okay. Was haben wir da drin? Das ist Cher Theodore. Das ist tatsächlich ganz nice. Team aufbauen. Cher Theodore ist X-Faktor. Passt eigentlich ganz gut in diese Mannschaft rein. Ja, loslegen ist okay. Willkommen bei Hut. Du willst dich über die Grundlagen und die neuen Funktionen von Hockey Ultimate Team informieren? Dann starte unter Ziele einfach die Tutorials. Tutorial überspringen. Das machen wir mal zu gesondertem Zeitpunkt. Weil dann gehen wir nämlich die einzigen Dinge mal durch, was man so alles machen kann und was da so Sache ist. EA Play Trial. Hey NHL-Fan, willkommen bei der EA Play Trial von NHL 23. Bitte denke daran, dass deine Trialzeit weiterläuft, wenn du das Spiel im Hintergrund ausführst oder deine Konsole vor dem Schließen des Spiels ausschaltest. Um keine Zeit zu verlieren, vergewisse dich, dass du Trial vollständig beendet hast, bevor du die Konsole ausschaltest oder zu einer anderen Anwendung wechselst. Danke, das NHL-Team. Ist in dem Fall wurscht, wir haben 18:02. Das heißt, wir können eh nur noch 6 Stunden spielen oder 5 Stunden 58 spielen, bis das Game offiziell draußen ist. Somit hätte das auf mich keine Auswirkungen. So, Gratis-Pack. Pack öffnen. Die Daily-Packs sind auch zurück. Seasonal Rewards. 500 Münzen. Ich mag den 3D-Effekt. Die Seasonal Rewards schauen auch nicht schlecht aus. So. Primetime. Klingberg, David Perrin, Georgiev, Barcel, Robertson. Interessant, dass es ein Primetime-Logo gibt. Game Day Tilt. Training Camp Battles. Players who make the opening night roster will increase plus 2 overall. Okay. Nicht schlecht. Stopp.
Primetime, da haben wir noch mehr. Lush, Grant, Lockhart, Glass, Neckers, Ehlers, Zacher, Street, Burns, ungewohnt bei Carolina, Brent Burns, Bo Horvath und Roman Josi. Dann habe ich hier noch ein paar Packs. Prime Pack, Limit 8 per 24 Hours, Limit 3 per 24 Hours, Jumbo Elite Pack und Elite Pack haben wir auch noch. Power-Up Icons, was sind Power-Up Helden? Power-Up Helden sind verbesserte ehemalige Objekte. Verbesserbare ehemalige Objekte. Power-Up-Helden bieten Superstar- und Zonenfähigkeiten, die auf spezifischen Verbesserungsstufen freigeschaltet werden. Power-Up-Objekte können auf spezifischen Verbesserungsstufen zusätzliche Synergieslots und anpassbare Synergien freischalten. Eine neue Stufe ist jeden Monat oder über die Veröffentlichung von Live-Inhalten erhältlich. So, was sind X-Factors? Jawohl, die sind auch wieder mit dabei. Sehen ein bisschen krasser und geiler aus, die Karten, als letztes Jahr. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr nicht so teuer sind wie letztes Jahr. X-Factors sind verbesserbare Spiele, Spezialobjekte. X-Factor-Objekte bieten Superstar- und Zonenfähigkeiten, die auf spezifischen Verbesserungsstufen freigeschaltet werden. X-Factor-Objekte können auf spezifischen Verbesserungsstufen zusätzliche Synergieslots und anpassbare Synergien freischalten. So, dann haben wir Hood Rush. Wöchentliche Casual-Spiele erhalte sofort Belohnungen. Hood Rivals 2023 Online-Wettkampf und Online-Wettkampf erhalte jeden Mittwoch Münzen und Pack-Belohnungen. Hood Squad Battles Offline-Modus erhalte jeden Donnerstag Münzen und holte Pack-Belohnungen. Hood Champs jeden Donnerstag. Achso, ja klar, Donnerstag. Hood Champs. Ja. Wöchentliches Turnier erhalte Hood Champions Sammelobjekte und löse sie jeden Mittwoch in Sets ein. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Training Camp Herausforderungen. Wie gesagt, ich muss jetzt hier mal kurz einen Überblick verschaffen, was wir hier alles haben. Hut X-Factor, Power-Up Icons. Kriegt man am Ende was? Tatsächlich, guck an. Kriegen wir da auch schon was in den anderen Gruppen oder? Premium Pack. So, da können wir uns tatsächlich ein bisschen was erspielen. Power-Up-Sammlerobjekt. Premium-Pack. Power-Up-Sammlerobjekt-Pack. Finde ich jetzt blöd, dass man da kein Icon holen, sich holen kann. Gut, Superstar. Na, da geht's um die Season. Okay, Seasonal. Die Calgary Wranglers. Ein neues AHL-Team, by the way. So. Wie gesagt, Team Battles haben wir auch wieder. Wöchentlicher Einzelspielerkampf. Kennt ihr ja schon jeden Sonntag. Hood Rivals Burst. Da gibt's einige Neuerungen. Die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Beziehungsweise die ganzen Neuerungen schauen wir uns generell diese Woche alle mal an, weil es gibt mehrere Sachen. Aber da würde ich gerne eine eigene Folge drüber machen. Hood Champions Season 1 nicht qualifiziert, ja gut. Börse, Auktionshaus, Sets. How do I complete Sets? Ja, dazu kommen wir später auch noch. Was gibt es denn aktuell als Sets? Wir haben wieder die Sets umtauschen, Teambuilding Sets, X-Factor Sets, Power-Up Icons, Gems und Seasonal Rewards. Fangen wir mal hinten an. Aha. Okay. Ein, tausche Goldspieler gegen 1 von 3 Power-Up-Helden Choice Packs ein. Mhm. Okay. Gretzky plus Edmonton Oilers ehemalige vier Spieler. Für den 79, okay. 97. Mhm. Rangers Design. Haben wir Lemieux noch. Dann kriegen wir 1991 Pittsburgh. Nicht tauschbar. Aber was ist das? Ist das eine andere Karte dementsprechend? Das ist dieselbe Power-Up-Karte. Stopp mal, schon mal. Es war der 88er, gell?
88. Es gibt natürlich noch eine 89er Mario Lemieux, das weiß ich nämlich. Kann sein, dass das die 99er Karten sind von also die eins höher sind, dann 89er Karten praktisch. Gordy Howe, Marc Messier, Patrick Roy, Burke und New Rednick ist da mit dabei. Mhm. 82 Powerpelden, die zum 83er werden, okay, auch interessant. Ist cool gemacht. Reroll. Aha. Für Power-Up-Sammelobjekt. Heldspiele für Power-Up-Held-Choice-Pack. Aha. Okay. X-Factor Sets. Genauso teuer wie letztes Jahr, Fragezeichen. Tausche Goldspiele gegen 1 von 3 X-Factor Spiele Choice-Packs ein. 50 Goldspieler. Krass. Teurer geworden. V-Roll. Goldspieler für Power-Up-Sammelobjekt. Hier ist er teurer geworden. Lecco Mio. Teambuilding-Sets. '84 Brad May. Steve Duchesny. Ah, okay. Gut, wenn man natürlich alle Karten hat, theoretisch, die das alles sammeln würde, kriegt man das schon irgendwann hin. Sets tauschen. Anpassungssets. Das ist dasselbe wie immer eigentlich. Gehen wir es mit 85, warte mal, 85 oder 85 plus? Ne, 85 Gesamtspielpack. Also da kriegst du dann 4 84er gegen einen 85er. Aber weiß nicht, ob es das wert ist. Dein erstes Set, Mini-Pack, Basis-Pack, Premium-Pack. Jawohl, zu denen kommen wir wahrscheinlich später sowieso noch. Da werden wir, wenn wir weitere Belohnungen aufrufen, werden wir da sowieso noch dazu kommen. Store. Was haben wir denn da alles eigentlich? 25 Goldspielobjekte und garantiert mindestens 2 Spielobjekte mit 80 plus. Aha. 10 Spielobjekte und eigentlich mit 81 plus. 12 Objekte und garantiert 8 NHL-Spielobjekte. Das ist eigentlich ein schlechtes Pack. Jumbo Elite Pack, 11 Spieler mit 80 plus. Normalen, okay. Sind bei 150 Coins geblieben. Das ist okay. Ja, gut. Ja, gut. Es gibt einiges zu tun. Schauen wir mal kurz, ob wir die weiteren Belohnungen schon einrufen können. Nee, können wir nicht. Dann vermute ich mal, dass wir nämlich die ganzen anderen Optionen erst heute Nacht um 0 Uhr bekommen. Dann ist es so. Aber ich würde mich jetzt mal dran machen, die einzelnen Sachen aufzunehmen, was Tutorials und Startsachen wie Rivals und Veränderungen angeht. Dass wir uns das mal ein bisschen anschauen für den morgigen Tag. Und dann würde ich sagen, am Ende des Tages oder zu Beginn des Tages starten wir dann mit dem kleinen Pack-Opening. Dann schauen wir mal, was hier so möglich ist. Genau, bis dahin, ciao mit V, bleibt gesund, wir sehen uns und ja. Ich bin gespannt, was uns so erwartet in NHL 23 Ultimate Team. Wie schaut es bei euch aus? Wie habt ihr euer Team genannt? Wie startet ihr in das Game rein dieses Jahr? Haut es in die Kommentare, ich bin gespannt drauf.
Ciao mit V. Wir sehen uns.